CEBA hat ein großes Angebot im Enterprise-Mobility-Bereich. Dieses wird permanent weiterentwickelt. Jetzt sind zwei Touch-Computer hinzugekommen. Die TC51 und TC56 sind so elegant wie Smartphones, heben sich aber durch viele Funktionalitäten von herkömmlichen Konsumertelefonen ab. Besondere Merkmale der beiden Geräte sind vor allem die Robustheit mit Faltspezifikation, ein Scanner, der auch sehr gut beschädigte Barcodes liest, eine langhaltende Batterie, ein sehr schneller Prozessor mit 64-Bit-Architektur, Hexacore, der 15% weniger Energie verbraucht als ein herkömmlicher Quad-Core-Prozessor und ein großes 5-Zoll-Display, was auch bei Nässe oder mit normalen Handschuhen bedient werden kann. Auf den Geräten läuft das Android 6 Marshmallow-Betriebssystem mit oder ohne Google Mobile Services. Später können die Geräte auf die Version Nougat oder das darauffolgende Betriebssystem geupgradet werden. Zusätzlich zu dem Android-Betriebssystem erhält man die CEBRA Mobility DNA. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten. Zum einen branchenspezifischen Softwarekomponenten, die man einfach integrieren kann, Sicherheitskomponenten, um dafür Sorge zu tragen, dass die Geräte sicher sind und die Unternehmensdaten geschützt werden, Managebarkeit, Staging-Komponenten, um die Geräte leicht in Betrieb zu nehmen und Entwicklungskomponenten, um dafür Sorge zu tragen, dass alle Funktionalitäten des Gerätes vernünftig ausgeschöpft werden können. Die Nachfrage nach unseren Android-Geräten ist sehr groß. Mittlerweile befinden sich mehr als 1 Million Geräte im Einsatz.